Das ist doch was. Schon deswegen ist das die Kiefer doch wert. Das riecht so geil. Wahnsinn. Na dann, viel Spaß beim Video. Servus Freunde, bin gerade mit dem Mautis unterwegs. Heute gibt es mal ein kleines Filmchen über Holz unter Bäume, speziell noch spezieller um das Schnittholz in der Sägewerkerei, um die drei wichtigsten Sorten. Das ist zum einen die Fichte, dann gefolgt von der Kiefer und letztendlich noch die Lärche. Oh, das ist was Interessantes hier. Ja, da wird man ganz kurz was dazu erzählen, was es so für Eigenschaften hat. Und was daraus im Sägewerk geschnitten werden kann. Ja, also was ihr da draus machen könnt, was Sinn macht. Und ja, so ein bisschen Infos zu den Eigenschaften. Also, ich muss jetzt mal hier weitergehen. Viel Spaß beim Filmchen. So, die Fichte. Eins vorneweg. Wie viele von euch denken, dass es ein einheimischer Baum ist, ist es aber nicht. Die Fichte wurde aus dem Norden irgendwann mal eingeführt, aufgrund von ja, ihren Eigenschaften. Es lässt sich leicht bearbeiten, wächst sehr, sehr schnell nach. Die Fichte ist auch kein Flachwurzler. Die passt sich einfach den Bodenbeschaffenheiten an, wenn der Boden jetzt im Prinzip verstockt nass ist. Dann wurzelt sie flach und wenn er aber schön luftig ist, wurzelt sie natürlich auch nach unten. Deswegen, die Fichte ist kein Flachwurzler und auch kein heimischer Baum. Nur mal für Sägewerker, wenn ihr sowas habt, seht ihr schon am Stammfuß, so eine Knolle ist meistens eine Faulstelle. Deswegen wird auch in der Forstwirtschaft meistens die ersten 2 Meter weggeschnitten. Und erst danach beginnt das Nutzholz, ne, das eigentliche LAS, was die Langholzabschnitte sind. Ja, die ist auch sehr verastet oben. Ja, sieht man. Ja. Nichts für Dachlatten. So, Freunde, die Fichte. Ich habe hier mal ein Stämmchen rausgesucht. Das haben wir hier. Da ist noch eine Markierung vom Förster drauf. Da kann man das schön zeigen, was mit diesem Stamm passieren wird. Er ist schön, also meiner Meinung nach, schön gleichmäßig gewachsen. Die Jahrringe schön gleichmäßig, sehr eng. Nach außen hin enger, also langsamer gewachsen. Hier hat man auch ein bisschen Druckholz. Das sieht man hier an den dunklen Verfärbungen. Der Kern ist auch ganz leicht versetzt. Also so schlimm wird es sich nicht auswirken. Am besten den Stamm am Anfang, wenn er den besäumt, so oft wie möglich drehen. Ganz wichtig. Ja, was machen wir da draus? Also aus diesem Stamm, er ist noch frisch, er ist nass. Ja, es ist, schrumpft auch noch ein bisschen, wenn er dann die Produkte draus schneidet. Macht ein bisschen Übermaß draus. Also aus den Produkten, wenn er jetzt Balken schneidet oder Dachlatten oder wie auch immer, das kann man da draus schneiden. Er ist relativ astfrei. Ja, das sieht man, es muss, ja, ich sag mal, von ziemlich weit unten ein Stück gewesen sein, das zweite Stück vielleicht. Ja, eignet sich für, ja, für Dachlatten, für Kanthölzer, ja, also alles Sachen, wo keine Äste drin sein sollten. Ja, muss man halt nur schauen, wie sich das Druckholz hier ja, auswirkt beim Schneiden. Aber ansonsten ein sehr schöner ja, Fichtenstamm, wo schöne, sag ich mal, Produkte draus entstehen könnten. Ja? Jo, alles klar. So, wenn ihr Fichtenstämme habt, die ja, schön gewachsen, aber halt auch sehr verastet sind. Also man sieht es hier überall, Äste. Ja, ja. Was schneide ich da draus? Macht da keine Dachlatten draus. Ist logisch, bricht schnell durch. Keine Äste über, ja, ich sag mal, 1 bis 2 Zentimeter. Sollte eine Dachlatte haben. Macht größere Balken draus, wenn das
der Stamm hergibt, macht Schwartenbretter draus oder Schalung. Das geht notfalls auch noch. Lagert sich schön ab, dass es schön trocknen kann, wegen dem Schwund. Ja, also das würde ich aus so einem Stamm schneiden, würde ich empfehlen, aufgrund der vielen Ästchen. Genau. Jo. So, fassen wir nochmal bei der Fichte zusammen. Die Fichte ist das Allroundholz im Sägewerk. Also ihr könnt so ziemlich alles damit machen. Passt halt die Stämme, den Produkten halt ein bisschen an. Versucht immer, was noch wichtig ist, wenigstens den Kern halb aufzutrennen, damit das Holz sich nicht verdreht. Ja, das gilt eigentlich für jede Holzsorte. Ja, ansonsten Schalung, Dachlatten, Balken, kleine Kanthölzer, all das wird aus der Fichte gemacht. So wie zur Fichte. Ja, kommen wir mal zur Kiefer. Das ist die gemeine Waldkiefer. Es gibt ja noch andere Kiefernarten, Schwarzkiefer und Co. Die Kiefer ist ein verkanntes Holz, wird von den Sägewerken nicht allzu oft genommen oder nicht gerne genommen. Nur ich nehme es sehr gern. Es ist ein sehr wohl riechendes Holz, also deswegen schneide ich es auch gern, weil es gut riecht, weil es schön aussieht. Und weil es halt sehr stabil ist. Da gehe ich dann noch näher drauf ein, wenn ich es euch im Sägewerk zeige. Die Kiefer ist ein Pfahlwurzler, das heißt, die wurzelt relativ tief, hat eine große Hauptwurzel und an der Seite so ein paar Wurzeln, hält sehr gut. Die Rinde ist hier unten sehr stark verkrustet, kann man ein bisschen mit der Lärche verwechseln. Weiter oben ist dann, kannst du mal hochhalten, hast du schon, auf die oberste Rinde, das nennt sich auch Spiegelrinde, das ist sehr dünn und die blättert dann so ab und leuchtet so leicht. Genau, das zur Kiefer. Ne, alles andere erkläre ich dann im Sägewerk. Weiter geht's. So, Freunde, kommen wir mal zur Kiefer. Hatte ich ja vorhin schon gesagt, das ist, ich sag mal, in meinen Augen ein etwas zu verkanntes Holz. Das heißt, es wird nicht so gern genommen von den großen Sägewerken. Ich nehme es sehr gern. Ich trenne es sehr gerne auf, schon alleine wegen dem Geruch. Es riecht unglaublich gut, wenn man das auftrennt, wenn es nicht gerade schon etwas faulig ist. Da, wo die Stockstellen sind, diese Blaufäule hier. Ja, es riecht richtig intensiv durch die ätherischen Öle, was da halt auch mit bei ist bei der Kiefer. Was kann man daraus machen? Es hat auf alle Fälle einen höheren Harzanteil als die Fichte. Meines Erachtens nach ist es auch stabiler, wenn nicht gerade ein Ast drin ist. Ich schneide daraus gerne Balken. Die sehen auch optisch gut aus, schon durch die Maserung und durch diese orangene Farbe. Ja, also für Dachlatten ist es nichts, für Schalung ist es auch nichts. Ich habe einen Kunde, der macht daraus Innenverkleidung für Holzhäuser. Der nimmt es relativ gern, schon allein wegen der Maserung. Ja, wenn das da schön getrocknet ist und innen an den Wänden, das riecht halt auch ganz anders, ein viel wärmeres Wohnklima in diesen Häusern. Hier bei den Stämmen sieht man sehr alter Baum, schöne, stabile, gleichmäßige Jahrringe. Hier ist ein bisschen Blaufäule drin. Ja, die schneidet man raus, die Blaufäule, ist klar, wird Schwartenbrett draus. Wenn ihr Kiefern euch auf den Hof legen lasst, trennt sie relativ schnell auf oder lagert sie halt trocken, weil die Blaufäule schreitet relativ schnell voran. Das heißt, wenn sie nass liegen, irgendwo verstockt und im Haufen irgendwo drin, das ist nicht gut. Ja, wenn ich mal hier so, genau hier, da ist so ein Ast eingewachsen. Das sieht man äußerlich nicht gleich. Wenn ihr aber dünnere Kanthölzer schneiden wollt aus solchen Hölzern und auf einmal taucht in der Mitte ein Ast auf, das ist nicht gut, weil die neigen halt ganz schnell zu brechen an diesen Ästen. Ja, dafür ist es halt nicht geeignet. Lieber einen größeren Balken draus schneiden oder halt Schrottenbretter. Ja, also dafür geht's. Jo, also fassen wir noch mal ganz kurz zusammen. Die Kiefer, sehr schönes Holz, höherer Harzanteil, sehr stabil, wenn kein Ast drin ist. Geeignet für Kanthölzer, Balken, Schwartenbretter, eine Verschalung, die optisch schön aussehen soll. Fensterbänke und sowas für innen, wenn alles getrocknet ist. Ihr müsst es auch ordentlich trocknen. Dafür ist es gut. Nicht geeignet ist es für eine Schalung, für Dachlatten. Dafür würde ich es nicht nehmen, weil aufgrund dieser
Äste, die versteckt sein können. Jo, alles klar. So viel zur Kiefer. Hier steht eine Lärche. Extra eine junge genommen. Ja, ne, sieht man mal schön. Oh, hat schon, fängt schon an, hier oben auszugrünen. Hier kommen überall die kleinen Knospen raus. Ja, das ist ein Nadelbaum. Oder ein verkannter Nadelbaum. Der im Winter seine Blätter verliert. Ja, oder die Nadeln, aber eigentlich sind es Blätter. Der will auch mal ein ganz großer werden. Zeige ich euch dann im Sägewerk. Größere Stämme. Die Lärche ist, fangen wir mit der Wurzel an, ein Herzwurzler. Das heißt, es hat eine, die hat eine Pfahlwurzel. Und die äußeren Wurzeln, ja, schwingen sich so je nach Bodenbeschaffenheit um die Pfahlwurzel herum, dass es so eine Art Herz ergibt. Ja, das ist ein Herzwurzler. Das ist ein sehr resistentes Holz, sehr haltbares, witterungsbeständiges Holz. Hier sieht man mal bei einem älteren Baum die dicke Borke. Ne? Also die ist bei der Lärche sehr, sehr ausgeprägt. Und es schützt halt auch vor äußeren gewaltsamen Einwirkungen und halt auch bei Brand. Das ist die Lärche. Da habe ich hier mal ein kleines Stämmchen vorbereitet. Da schneiden wir heute Tomatenlatten draus. Also das heißt, die Stangen für hochwachsende Tomaten. Das ist für eine Gärtnerei. Die Lärche ist ein sehr witterungsbeständiges Holz. Das heißt, abgesehen von dem Splint, das ist hier die weiße oder die hellere Holzstruktur, das ist da, wo der Baum lebt im Prinzip, ja, wo der ganze Wassertransport stattfindet. Und innen ist der Kern, ist auch relativ schön gewachsen, die Jahrringe auch relativ gleichmäßig. Ja, Kern nicht außerhalb der Mitte, also ist nur ein bisschen leicht. Das heißt, relativ spannungsfreies Holz. Was kann man aus der Lärche noch alles machen? Ja, alles, was draußen steht oder sich draußen befindet und unbehandelt bleiben soll. Ja, also das heißt, Terrassenbeplankung. Ja, man kann Carports draus machen. Zaunmaterial vor allen Dingen. Also Riegel und Latten. Bei der Lärche gibt es zu beachten beim Schneiden auf alle Fälle mehr Wasser und etwas langsamer der Vorschub, also langsamer durchschieben, falls ihr schieben müsst, oder halt der Vorschub etwas weiter runterdrehen. Es ist ein relativ hartes Holz, das Band verharzt schnell. Im letzten Video habe ich gesagt, dass ich es nicht mache, aber ich füge es einfach mit ein. Es ist nicht zum Nachmachen empfohlen, aber es ist eine sehr effektive Methode, das Band schnell, ja, vom Harz zu befreien. Jo. Liegt daran, dass der Harzanteil von der Lärche viel, viel höher ist als bei der Fichte, ja? Und auch höher als an der Kiefer, in der Kiefer. Ja, also so viel erstmal zu dieser Lärche. Ja, die Lärche hat noch so eine Eigenschaft. Die hat meistens im Kern oder in der Nähe des Kerns, also in der Nähe der Markröhre, sind das meistens so versteckte Harzgallen, die dann aufplatzen während des Schneidens und die dann auch richtig ausbluten. Ja, sieht man hier schön. Da geht es gerade los. Wenn ich den Stamm dann auftrenne, wird es dann wahrscheinlich auch weitergehen. Das muss man halt dann mal sehen, wenn es soweit ist. Entweder schneidet eine Herzpfoste. Das heißt, wenn der Kern relativ gerade ist, schneidet eine Pfoste mit stehenden Jahrringen raus. Das heißt, den Kern einfach in der Mitte lassen. Ne? Und dann verzieht sie sich auch nicht. So, fassen wir nochmal die Lärche zusammen. Die Lärche ist eigentlich mein persönlicher Favorit. Natürlich neben der Kiefer, ist klar. Es ist das Holz für außen, unmittelbar Wettereinflüssen ausgesetzt sind, unbehandelt natürlich, geeignet für Latten, Kanthölzer, Balken, Schalung. Manche nehmen sogar Lärche Dachlatten. Ja, es ist ein wertvolles Holz, es ist sehr harzhaltig und deswegen halt auch so dauerhaft witterungsbeständig. Ne? So viel zur Lärche. Und natürlich ist es optisch sehr, sehr schön. Ja.
wenn es nicht dem Licht ausgesetzt wird und das UV dann das Holz ausbleichen lässt, also grau werden lässt, dann bleibt das immer schön in diesem rötlich-rosanen Farbton. Alles klar. So, Freunde, habt ihr es gesehen? Nochmal kurz zusammengefasst. Die Fichte ist das Allroundholz, eigentlich für fast alles geeignet. Die Kiefer ist meines Erachtens nach die etwas bessere Fichte. Passt ein bisschen bei den Ästchen auf. Und die Lärche ist eben das Superholz, würde ich mal sagen. Für alles, was im Außenbereich verbaut werden soll. Ja, so viel zu diesen Hölzern. Es wird auch, habe ich mir schon überlegt, auch, es gibt ja nicht nur diese drei Hölzer, es gibt ja auch andere Sachen, wie zum Beispiel die Eiche oder die Esche. Das schneidet man auch ab und zu mal. Da werde ich auch ein kleines Filmchen machen. Gerade bei der Eiche ist das sehr interessant. Die Anja hat mich wieder angerufen. Angeblich wollen wir nächste Woche mal was anschauen. Also wird es dann auch wieder ein kleines Filmchen drüber geben. Ich werde jetzt hier noch ein bisschen was machen müssen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns gerne einen Daumen nach oben. Wenn ihr unseren Kanal noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr das gerne tun, wenn ihr das möchtet. Wenn ihr Fragen habt zu Holz, zu Schnitttechniken oder egal was rund ums Holz, dann könnt ihr das gerne in den Kommentaren tun. Also bleibt mir jetzt nichts anderes übrig, als euch ein schönes Wochenende zu wünschen. Und ja, dann bis zum nächsten Filmchen.